Hallo zusammen, ich bin's, der Papa Troll. Heute zeige ich euch, wie ihr bei Sea of Thieves das Seemannsgarn, die versunkene Pearl, zu 100% abschließt und alle Belobigungen bekommt. Am Schluss gibt's noch einen wichtigen Hinweis aus eigener Erfahrung, also bleibt dran! Die versunkene Pearl startet hier idealerweise am Plunderaußenposten, denn von da aus ist die Fahrt zum Ziel am kürzesten. Ihr könnt aber natürlich auch an jedem anderen Außenposten starten. Außerdem solltet ihr mit einem leeren Schiff starten, also gegebenenfalls vorher alle eure Schätze verkaufen, weil ihr euer Schiff ziemlich lange alleine auf dem Meer zurücklassen werdet. Habt ihr den Auftrag angenommen, bekommt ihr von der Schiffbrüchigen ein Buch mit einer Karte. Vergleicht ihr diese mit dem Kartentisch in eurem Schiff, befindet sich das Ziel ungefähr bei der Koordinate C19, C20, also ziemlich weit unten links. Zum Glück gibt es aber auch einen mehr oder weniger diskreten Wegweiser, damit auch nun wirklich jeder dorthin findet. Am Zielort angekommen, findet ihr diese RGB-Wrackteile. Und ignoriert bitte den rot leuchtenden Kopf im Hintergrund, der hat sich hier nur zufällig mit aufs Bild geschlichen. Kleiner Tipp, bevor ihr auf Tauchstation geht, vergewissert euch, dass ihr als Schusswaffe ein Auge des Weitblicks ausgerüstet habt. Ihr werdet später noch sehen, warum. Los geht's nach unten. Folgt den Wrackteilen in die Tiefe. Taucht durch die Luftbläschen, um zwischendurch eure Lungen wieder zu füllen. Am Grund angekommen, folgt ihr den Schloten, an denen ihr auch Luft holen könnt, und weiteren Wrackteilen Richtung Nordosten, bis ihr die Black Pearl erreicht. Taucht in die offene, vordere Frachtluke. Schiebt ein paar Trümmer beiseite. Und noch ein paar Trümmer. Dann schnappt euch einen Schlüssel aus diesem undefinierbaren Haufen. Taucht zurück an Deck und öffnet die Tür mit dem Schlüssel. In der Kajüte liegt Jacks Kompass. Und schon habt ihr euch die erste Belobigung verdient. Taucht in die Richtung, die der Kompass zeigt, und dann in diese Höhle hinein. Schlagt oder schießt auf diese blinkende Koralle, um den Durchgang zu öffnen. Taucht durch die nächste Höhle und klettert die Leiter an diesem Mast hoch. Nun erreicht ihr diese Kammer mit mehreren Statuen, in der ihr zunächst eine Reihe von Krabbenkrabblern bekämpfen müsst. An den Seiten stehen zwei Munitionskisten für euch bereit, sowie mehrere Fässer mit Nahrung. Der letzte Krabbenkrabbler hinterlässt schließlich ein Sirenenherr. Dieses platziert ihr in der Statue mit der Koralle in der Hand und aktiviert damit das erste Statuenrätsel. Spoiler-Alarm, es wird nicht das letzte sein. Bevor ihr euch darum kümmert, solltet ihr aber erstmal einen Blick hinter die Wrackteile im Norden des Raums werfen. Denn dort liegt das erste von 5 Logbüchern des Captains der Silverblade, die es während dieser Mission zu finden gilt. Nun zum Statuenrätsel. Auf einem Stein in der Wand seht ihr ein Relief, das 4 Statuen zeigt. Die ersten 3 Statuen halten jeweils in einer Hand einen Stab in unterschiedlicher Höhe und in ihrer anderen Hand einen bestimmten Gegenstand, einen Stein, eine Koralle und eine Kette. Die 4. Statue schließlich bläst in ein Muschelhorn. Im Raum verteilt lassen sich diese 4 Statuen finden. Wir merken uns, Stein hält den Stab unten, Koralle in der Mitte und Kette oben. Die Statue mit dem Stein hält ihren Stab allerdings ganz oben, also schlagt oder schießt ihr zweimal auf die Statue, sodass sie ihren Arm in die untere Position bewegt. Die Statue mit der Koralle hält den Stab bereits in der Mitte, alles gut. Die Statue mit der Kette hält ihren Stab auch ganz oben, genau wie auf dem Relief. Damit müsste alles richtig eingestellt sein und wir können auf die 4. Statue schlagen oder schießen, um sie zu aktivieren. Nun läuft Wasser in den Raum und wir schwimmen eine Etage höher. Hier erwartet uns ein weiteres Relief. Alle Stäbe müssen in die obere Position. Also zurück ins Wasser und die Statuen entsprechend eingestellt. Dann zurück zur Benjamin-Blümchen-Statue und... Jetzt hat sich hier ein Geysir aktiviert, der euch auf die nächste Ebene katapultiert. Und das Spiel beginnt von vorne. Erst tauchen ein paar Krabbenkrabbler auf, die es zu besiegen gilt. Auch hier gibt es wieder Munitionskisten und Fässer mit Obst. Dann lässt der letzte Krabbler ein Sirenenherz fallen.
das wir bei der Statue mit der Koralle einsetzen. Und es folgt das nächste Statuenrätsel. Merken uns, Koralle unten, Kette Mitte, Stein oben. Also, Koralle nach unten und Kette ist bereits in der Mitte. Die Steinstatue sieht man hier nicht auf Anhieb. Von der etwas abseits stehenden Munitionskiste aus kann man sie aber ins Visier nehmen. Ich denke, allmählich wird klar, warum ich wohin zu einem Auge des Weitblicks geraten habe. Solche Situationen werden wir noch öfter haben. An manchen Stellen stehen auch Arsenalschränke, an denen ihr eure Waffe wechseln könnt. So, Trötenstatue aktiviert, der Raum wird erneut geflutet und ihr könnt bis zur nächsten Ebene hochschwimmen. Bevor ihr aber weiter nach oben klettert, schwimmt in diese kleine Höhle und lest dort das zweite der fünf Logbücher des Captains der Silverblade. Jetzt könnt ihr über diese großen Fischgräten weiter nach oben steigen. Schlagt auf die blinkende Koralle und es öffnet sich die Tür zur nächsten Kammer. Schnappt euch einen Dreizack, erfreut euch am Anblick des Krakens und wartet ab, bis die Sirenenkönigin ihren Vortrag beendet hat und euch die Tore öffnet. Schwimmt hinaus und bekämpft die königliche Garde in Gestalt einiger Angriffswellen aus Sirenen und Sirenenanführern. Wenn man den Dreizack auflädt, ist er gegen die Sirenen besonders effektiv. Am Meeresgrund findet ihr weitere Dreizacke, eine Munitionskiste und Fässer mit Obst und ihr könnt euren Luftvorrat auffüllen. Habt ihr den letzten Sirenenanführer besiegt, erhaltet ihr die zweite Belobigung. Außerdem lässt ihr wieder ein Sirenenherz fallen. Vom Wrack der Pearl aus führen einige Ketten Richtung Nordosten auf ein großes Tor zu. Außerdem zeigt Jacks Kompass in diese Richtung, also seid ihr hier richtig. Setzt das Sirenenherz in die Statue rechts des Tores, um die Statuen zu aktivieren. Auf dem Tor selber ist zu sehen, dass die Stäbe in die untere Position gebracht werden müssen. Dann schlagt ihr auf die Statue mit dem Muschelhorn und törö, das Tor öffnet sich. Schwimmt durch das Tor und ernährt euch zwei Wrackteilen vor großen Sichtfenstern. In dem linken Wrackteil findet ihr das dritte der fünf Logbücher des Captains der Silver Blade. Danach wendet ihr euch nach links und folgt einem schmalen Tunnel. Durch einen Hieb auf die blinkende Koralle öffnet sich die Tür in die nächste Kammer. Wieder einmal erwartet uns hier ein Statuenrätsel. Zunächst könnt ihr aber durch ein Loch im Boden in die Kammer tauchen, die man vorher durch die beiden großen Sichtfenster sehen konnte. Auf dem großen Wrackteil liegt das vierte von fünf Büchern des Captains der Silver Blade. Taucht zurück in die Kammer mit dem Statuenrätsel. Kette oben, Stein Mitte, Koralle unten. Die drei Statuen findet man in der Kammer, die Statue mit dem Muschelhorn jedoch nicht. Die seht ihr erst, wenn ihr nach oben taucht, um Luft zu holen. Sie steht eine Ebene über euch und muss durch das Gitter angeschossen werden. Nun senkt sich der Wasserpegel und ihr werdet von Krabbenkrabblern angegriffen. Die Dreizacke sind auch gegen die Krabbenkrabbler äußerst effektiv. Sobald der letzte Krabbenkrabbler besiegt ist, könnt ihr den Flaschenzug benutzen, um das Tor zur nächsten Kammer zu öffnen. Dort findet ihr einen weiteren Flaschenzug, mit dem ihr ein Wrackteil herablassen könnt. Nach ein paar Sekunden fährt es wieder nach oben, also springt schnell auf. Hüpft auf diesen Felsvorsprung, geht zu den oberen Wrackteilen und springt erstmal durch das Loch in die Kajüte. Dort findet ihr das fünfte und letzte Logbuch des Captains der Silverblade und erhaltet damit schon die Belobigung Nummer 9. Geht danach hinten um das Wrackteil herum und folgt dem Felsvorsprung in diese schmale Höhle. Hier wartet ein weiteres Statuenrätsel auf uns. Kette unten, Stein Mitte, Koralle oben. Benutzt euer Auge des Weitblicks, um die Statuen durch die Gitterstäbe anzuschießen und entsprechend einzustellen. Kehrt dann noch einmal auf das große Wrackteil zurück und schießt auf die Statue mit dem Muschelhorn, die von hier aus zu sehen ist. Nun füllt sich der Raum mit Wasser und ihr könnt eine Leiter erreichen, die vorher zu hoch für euch war. Benutzt den Flaschenzug, um eine Planke anzuheben und springt rüber. Wendet euch zunächst nach links und springt über das Wrackteil auf einen weiteren Absatz. Dort befindet sich eine kleine Höhle, in der sich der Schlüssel der Silverblade verbirgt.
Den nehmt ihr natürlich mit. Wendet euch dann von der Planke aus nach rechts und geht durch die Kammer mit der Muschelhornstatue. Legt den Schlüssel kurz ab, um auf die blinkende Koralle zu schießen, aber vergesst ihn dort bloß nicht. Nun erreicht ihr eine große Halle, in der das Wrack der Silverblade aufgehängt ist. Nehmt den Weg an der linken Wand und geht an Bord. Schließt mit dem Schlüssel die Tür zur Kajüte auf und ihr findet darin die Truhe des ewigen Leids. Damit habt ihr euch die 7. Belobelung gesichert. Lasst die Truhe aber erstmal stehen, denn jetzt gilt es, die Silverblade zu rächen. Gegenüber vom Wrack tauchen ein paar Krabbenkrabbler auf, die ihr unter Feuer nehmen müsst. Weitere Kanonenkugeln und ein Fass mit Obst stehen hier für euch bereit. Habt ihr die Gegner besiegt, könnt ihr das Wrack mit dem Spill auf die nächste Ebene hieven. Dort erwarten euch weitere Krabbenkrabbler, denen ihr euch auf die gleiche Weise annehmen müsst. Das Wrack beginnt dabei langsam wieder abzusinken, also müsst ihr zwischendurch eventuell nochmal am Spill drehen. Nachdem ihr auch diese Krabbler besiegt habt, könnt ihr das Schiff weiter anheben. Nun schickt euch die Sirenenkönigin den Kraken auf den Pelz. Tatsächlich könnt ihr in dieser Phase aber die Arme des Kraken komplett ignorieren. Kümmert euch stattdessen um die Krabbenkrabbler, die das Schiff zu entern versuchen. Am Mast findet ihr eine Munitionskiste. Da die Eindringlinge euch nicht in die Kajüte folgen, könnt ihr sie von dort aus in aller Ruhe erledigen. Sind die Krabbler besiegt, ziehen sich auch die Arme des Kraken zurück und das Schiff beginnt wieder zu sinken. Benutzt erneut den Spill, bis das Schiff von selbst auf die nächste Ebene fährt. Jetzt zeigt der Kraken sein Gesicht. Feuert mit den Kanonen auf ihn, bis er sich zurückzieht. Damit habt ihr die Silverblade gerecht und erhaltet die Belobigung Nummer 3. Zieht das Schiff noch hoch bis zum Anschlag, dann bleibt es dort stehen. Schnappt euch die Truhe des ewigen Leids und klettert die Leiter am Mast hoch. Springt vorsichtig auf den nächsten Absatz und taucht durch die schmale Höhle. Setzt die Truhe kurz ab, schlagt auf die blinkende Koralle, nehmt die Truhe wieder auf und geht durch die Tür in die nächste Kammer. Wenn ihr die Truhe hier absetzt, öffnet sich diese Tür. Dahinter verbirgt sich das Grab des Sirenenkönigs. In den Wänden dieser Grabkammer findet ihr 5 eingeätzte Inschriften, 2 links und 3 rechts vom König. Habt ihr sie alle gelesen, erhaltet ihr die 8. Belobigung. Folgt nun weiter dem Gang, schießt auf den nächsten Türöffner und schnappt euch einen Dreizack. Ihr habt den Thronsaal der Sirenenkönigin erreicht und nachdem sie euch einen letzten Vortrag gehalten und den Raum geflutet hat, dürft ihr sie und ihre Wache noch endlich bekämpfen. Oben an der Decke könnt ihr Luft holen. Außerdem findet ihr auch hier wieder weitere Dreizacke, eine Munitionskiste und Fässer mit leckerem Obst. Ist die Königin besiegt? Erhaltet ihr die 4. Belobigung und das Wasser in der Kammer fließt wieder ab. Schlagt nun auf die blinkende Koralle in der Mitte des Raums, taucht hinab, schlagt auf eine weitere Koralle und schwimmt durch die Tür in die nächste Kammer. Hier stehen hinter einem Gitter 3 Meerjungfrauenstatuen. Wenn ihr eine nach der anderen zerstört, befreit ihr damit Mr. Gibbs, Scrum und Anna Maria und erhaltet die Belobigung Nummer 5. Händigt Mr. Gibbs noch Jacks Kompass aus und ihr habt das Seemannsgarn abgeschlossen. Damit habt ihr euch die Belobigung Nummer 6 verdient, sowie dieses schicke Entermesser. Und wenn ihr alle anderen Belobigungen bis hierhin auch schon bekommen habt, dann erhaltet ihr auch die letzte Belobigung. Und ihr könnt euer Schiff mit dem Spill der Silverblade ausstatten. Verlasst dann die Kammer durch diesen Gang und kehrt mit Hilfe der Statue auf euer Schiff zurück. Wie versprochen, noch ein nicht ganz unwichtiger Hinweis. Die ganze Mission ist nicht instanziert, das heißt, ihr könnt zu jedem Zeitpunkt auf eine andere Crew treffen, die Mission ebenfalls gerade absolviert. Wir haben schon mal erlebt, dass uns eine andere Crew komplett durch die Mission führen wollte, was allerdings unseren Missionsfortschritt komplett durcheinander gewirbelt hat, weil die Fortschritte nur für die Crew gelten, die die entsprechenden Events triggert. Wir haben da keine Belobigung mehr bekommen, die Story ging für uns nicht weiter und schließlich sind wir an einer Stelle gar nicht mehr weitergekommen und mussten abbrechen. Außerdem kann es passieren, dass kurz vor euch schon eine Crew die Mission durchgespielt hat, sich dann aber die einzelnen Kammern nicht wieder korrekt zurückgesetzt haben. Als ich zum Beispiel mal über den Mast in die erste Kammer des Sirenenturms geklettert bin,
war die Kammer bereits bis oben hin geflutet, obwohl ich bei der Ankunft weit und breit kein Schiff mehr gesehen hatte. Falls ihr also auf eine andere Crew trefft oder euch irgendwas an eurer Mission komisch vorkommt bzw. nicht so funktioniert, wie ich hier in diesem Video gezeigt habe, dann kann ich euch nur raten, brecht die Mission ab und startet sie neu, am besten auf einem anderen Server. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ihr nur eure Zeit verschwendet, weil ihr das jemals gar nicht sauber abschließen könnt. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann lasst es doch ein Abo da. Auf unserem Kanal gibt es Let's Plays, Livestreams und Tutorials, nicht nur von Sea of Thieves. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinschaut und vielleicht begegnen wir uns ja auch mal auf hoher See. Bis zum nächsten Mal.